Herr Deiß, Glückwunsch zum Sieg. Schwieriger Sieg heute? Ja, war ein schwieriger Sieg. Ich sage mal, wir sind ja unglücklich in Rückstand geraten, mussten dann sehr viel Aufwand betreiben, um kurz vor der Halbzeit mit dem Doppelschlag in Führung zu gehen. Leider ist es uns dann nicht gelungen, den dritten Treffer nachzulegen. Und so mussten wir halt bis zum Ende zittern, weil die Ravensburger dann immer wieder mit hohen Bällen agiert haben, mit dem Steffen Wohlfahrt, noch mal einen qualitativ hochwertigen Spieler in die Partie brachten. Und so mussten wir halt zittern bis zum Ende. Warum ist es Ihnen nicht gelungen, die Sicherheit reinzubringen, auch im Spiel nach vorne? Gut, wir hatten eine sehr, sehr hohe Fehlerquote im Spiel nach vorne, haben oft die falsche Entscheidung getroffen und konnten uns deshalb keine Torchancen mehr herausspielen und auch nicht den notwendigen und, denke ich mal, auch spielentscheidenden dritten Treffer dann landen. Die Mannschaft ist ja in Straucheln gekommen vor einigen Spieltagen und ist jetzt dabei, sich zu fangen. Was meinen Sie, was die Gründe für Straucheln waren und wie man sich da jetzt am besten fängt? Gut, was die Gründe für Straucheln waren, das kann ich Ihnen also jetzt nicht sagen. Ich denke, man sollte jetzt nicht mehr die Vergangenheit aufarbeiten. Unser Blick geht nach vorne. Wir haben jetzt letzte Woche den ersten Ansatz gemacht mit dem 0:0 im Pforzheim, haben heute gewonnen. Und darauf gilt es jetzt aufzubauen, um nochmal viele Punkte zu holen in den verbleibenden vier Spielen, um dann nochmal die Ulmer letztendlich dann unter Druck zu setzen. Sie sind ja jetzt erst vor ein paar Spieltagen, haben Sie das Traineramt übernommen. Wie haben Sie sich jetzt reingefunden in die Situation und zu der Mannschaft? Ja gut, es war in der ersten Phase erstmal ein gegenseitiges Kennenlernen, weil sie ja jetzt halt über längere Zeit einen anderen Trainer gewohnt waren. Und das ist jetzt mal im Vordergrund gestanden und jetzt gilt es dann die taktische Philosophie der Mannschaft ein wenig näher zu bringen, dass man da eine gesunde Mischung findet, was der Mannschaft passt, wie ich mir es vorstelle, um letztendlich dann auch erfolgreich zu sein. Wie hat sich der Trainerwechsel ausgewirkt? Wie meinen Sie das? Hat es der Mannschaft gut getan oder was hat es Sie verunsichert? Ja gut, ich denke, dass es die Mannschaft nicht verunsichert hat. Ich denke, das war halt eine Tatsache, wo die Mannschaft hingenommen hat, hinnehmen musste, weil der Michael Wittweiser zurückgetreten. Und wie gesagt, ich habe das dann aus Verbundenheit zum FC Nöttingen, zum Dirk Steidl getan. Ich bin ja jetzt halt mittlerweile das dritte Mal hier. Und wie gesagt, ich denke, die Mannschaft hat mich gut aufgenommen und umgekehrt ist das genauso der Fall. Ihre nächste Aufgabe wartet auf Sie beim Kehler FV, ein Auswärtsspiel. Wie gehen Sie in diese Aufgabe rein? Was erwartet Sie da für ein Spiel? Was meinen Sie? Und was kann man noch für die restlichen Spieltage erwarten? Gut, der Kehler FV ist ja auch ein Verein, wo noch den einen oder anderen Punkt braucht, um in der Oberliga zu bleiben. Für uns gilt es natürlich jetzt nach diesem Erfolgserlebnis am heutigen Samstag gegen Ravensburg, wo es sehr schwierig war, jetzt das Ganze mitzunehmen ins nächste Spiel und natürlich dort drei Punkte zu holen.